Hallo, ich bin Till Sukup und ich möchte eine Technik vorstellen, mit der man sich beim türkischen Aufstehen oder türkisch Getup, manche nennen es auch Getup, sehr sicher und stabil ablegen kann. Denn viele haben Schwierigkeiten, gerade unter höherem Gewicht, von der sitzenden Position in die liegende Position zu kommen. Es gibt verschiedene Techniken, die gelehrt werden. Die eine ist die, dass man runtergeht auf den Ellenbogen und sich dann mit stabiler Schulter, das heißt die Schulter ist hinten unten, stabilem Rumpf vom Ellenbogen hin weg abdrückt und dann auch wieder hoch. Vom Ellenbogen weg abdrücken. Das klappt sehr gut bis zu einem gewissen Gewicht. Ab einem gewissen Gewicht oder ab einer gewissen Belastung ist die Kraft, die hier durchs Gelenk geht, zu hoch und dann ist es eine sehr hohe Belastung für die Schulter und häufig klappt man dann zusammen und die Gefahr ist, dass das Gewicht von oben dann dem Kopf sich nähert. Und die andere Variante, die sehr gerne und häufig gezeigt wird, ist, dass man von der Position aus am Arm runterrutscht, stabil bleiben, stabil bleiben, stabil bleiben und dann hier hinrutscht, den Arm umplatziert und dann wieder hochkommt. Das funktioniert sehr gut, aber nur auf glattem Boden. Auf Rasen oder auf Kunstrasen geht das gut, auf Parkett geht das ganz gut, je nachdem wie schwitzig die Hände sind. Aber wenn man das auf Gummimattenboden oder ähnlichem macht, also je nachdem wie der Boden ist, kann das schwierig werden und man kann nicht rutschen. Dann kratzt man sich den Arm auf oder es ist einfach unangenehm, es funktioniert nicht, ist also auch nicht so ganz sicher oder überall anzuwenden. Die Methode, die Technik, die ich jetzt zeige, da muss man sich um den Boden keine Sorgen machen, die geht immer und für mich persönlich ist es die beste, einfachste, sicherste, weil stabilste Variante, um selbst sehr, sehr hohe Gewichte oder Maximalgewichte, individuelle Maximalgewichte, was ich als sehr hohe Gewichte bezeichne, sicher ablegen zu können. Und zwar darf der Arm nicht zu weit hinten sein, manche stützen sich zu weit hinten ab. Wenn ich von oben runter komme und dann hier, also von der Position hier gelandet bin, zeigen die Finger nach hinten und den Ellenbogen versuche ich zum Körper hinzudrehen. Also nicht so, dass er nach hinten oder zur Seite zeigt, sondern ich beuge den Ellenbogen möglichst zur eigenen Hosentasche oder Hüfte hin. Der Ellenbogen, manche denken, das kriege ich ja gar nicht hin. Wir probieren es. Ist ein bisschen probieren, aber wenn man den Dreh raus hat, ist es sehr einfach. Den Ellenbogen in Richtung Hüfte bewegen, dafür muss der Arm ein bisschen weiter draußen stehen seitlich. Die Schulter ist nach hinten unten verschraubt, wie sie sein soll, wie ein Korkenzieher nach unten. Ellenbogen anbeugen, hier grob in Richtung Hüfte. Ich kann hier immer noch stabil bleiben und jetzt schiebe ich mich mit dem Oberkörper und der Schulter in Richtung Arm. Die Hand dreht sich nach oben. Hierhin schiebe ich mich über den Arm, lege mich mit dem Oberkörper seitlich innen vom Ellenbogen ab und mit der Schulter auf dem Arm oder daneben. Und dann kann ich mich abrollen. Der Rumpf bleibt die ganze Zeit aufrecht und stabil. Die Schulter bleibt immer stabil hinten unten. Und das ist eigentlich schon die ganze Technik. Das heißt, von hier aus in Richtung Hüfte den Arm anwinkeln. Die Hand drehe ich nach oben. Ich schiebe mich nach hier über den Arm und dann zur Seite. Was viele verkehrt machen, weil sie es nicht hinkriegen, deswegen ist, der Ellbogen zeigt nach da. Da ist nicht die Hüfte, Hosentasche. Hier liege ich auf dem Arm, die Schulter wird verdreht und ich bin blockiert. Andere legen sich hier auf den Arm und kommen nicht weiter. Die liegen auf dem Ellenbogen. Gleiches Prinzip. Der Unterarm soll dicht außen am Körper sein. Letztendlich ist es wie in der Rack-Position. Ich möchte eigentlich von der Position in die Rack- oder Halteposition kommen, die ich im Stand mit der Kettlebell habe. Das ist das Ziel. Mit ein bisschen Ausprobieren funktioniert es. Es ist nicht einfach zu erklären oder zu korrigieren. Ich kann es nur vormachen, wenn ich jetzt jemanden sehe und dann sehe ich, was er falsch macht. Da ich jetzt nicht die ganzen Zuschauer korrigieren kann, nochmal. Ein bisschen mit der Hand spielen, wo man am besten dann den Arm platziert. Zu weit hinten klappt nicht. Aufrecht bleiben, hier zur Hüfte beugen. Ich schiebe quasi das Gewicht, mein Gewicht des Oberkörpers nach da. Mehr oder weniger ist es weniger, also es ist weniger, dass ich den Ellbogen zum Körper ranziehe, weil die Hand ja am Boden bleibt. Es ist mehr, dass ich den Oberkörper zur Hand hier dahin schon schiebe. Der Oberkörper geht nach hinten. Hierhin, die Hand dreht sich nach oben. Ich liege hier, dass der Ellbogen nicht unter mir liegt, sondern direkt am Körper dran. Und die Schulter geht entweder auf den Arm, die Hand oder daneben. Und dann kann ich mich hier zurückrollen. Mit der Kettlebell sieht es dann so aus.
Auf dem Weg nach oben könnte man das auch machen. Fühlt sich sehr geschmeidig an, geht aber nur mit minimalen Gewichten, mit hohen Gewichten klappt das nicht. Deswegen mit Kettlebell noch einmal. So, da bin ich angekommen. Jetzt geht es rückwärts zurück. Hierhin sehr stabil und sicher. Und dann kann ich die Kettlebell sicher ablegen. Und wie gesagt, das funktioniert auf jedem Untergrund, das funktioniert mit sehr hohen Gewichten und dann ist es sehr einfach, sicher und stabil. Die Schulter ist sicher, stabil, entlastet, mit dem Rumpf kann nichts passieren und bei hohen Gewichten ploppt der Oberkörper am Ende nicht zu Boden und das schwere Gewicht rast dann auf den Kopf zu. Manche verlieren dann im letzten Moment die Spannung und dann wird es nochmal gefährlich. Das darf auf keinen Fall sein. Training muss immer sicher sein. Mit der Technik funktioniert sehr gut. Bisher habe ich noch nichts Besseres gefunden. Wenn ich was Besseres finde, dann werde ich das natürlich mitteilen.